Hallo, hey Gamerinos, ich bin der Mark, der B-Mac, und wir spielen weiter Rainbow Six Siege, das Counter-Strike für Leute, die auf Realismus stehen, wenn man das so sagen kann. Ich habe das Spiel, dann, was rausgekommen ist, absolut im Viertel angeschaut, gefunden, es ist irgendein Scheiß, was kommt von Ubisoft, aber nein, das Spiel ist tatsächlich gut. So gut, dass ich sogar den Season Pass gekauft habe. Was bringt der? Naja, mir kommt bei Erweiterungen Helden gerade über und muss keine Ingame-Währung ausgeben. Man hat noch ein paar Skins und kommt noch so, so Ingame-Währung, aber für so Premium-Währung über, wo man Skins kaufen kann. Naja, braucht man nicht unbedingt, aber es ist schön, wenn man es hat, nicht wahr? Und wir spielen Hostage, also das ist wie beim Counter-Strike, wenn du Geiseln holen. E-Sport-technisch läuft auch einiges, kann man sagen. Pro League ist im Laufen, sowohl. Jetzt nehme ich gerade mal die neue, das ist jetzt eben einer von den neuen Charakteren. Da läuft einiges, wir haben ESL Pro League in Europa, wir haben sie in Amerika, Nordamerika, und hat vor allem ein paar Brasilianer drunter, wie immer, wie es so im CS ist, in Asien. Und ja, wir haben echt coole Szenen, muss man sagen. So Penta, gerade letztens ein Match von Penta gegen Epsilon eSports. Das ist ein richtig grosses Niveau. Für alle, die noch nie gesehen haben, das Spiel. Ich habe schon ein Video gemacht, das Kurs. So, jetzt bin ich noch die richtige Rolle. Geht es im CS das Team, das angreift, und das Team, das verteidigt. Das Angriff-Team hat andere Fähigkeiten als. Als verteidigende Team. Das ist eine Klasse, das ist, glaube ich, der größte Unterschied im CS. Und man kann nicht gumpen. Noch speziell. So, wir machen her. Jeder Charakter hat verschiedene Fähigkeiten. Wenn man so eine Matte her tut, theoretisch. Ja, da haben sie Platz. Setting the welcome mat. Oh, wenn da einer reinläuft, hat das Problem. Ich kann Zeug zu barrikadieren. Das ist bei mir zusammen zu mir gekommen. Ich glaube, hier. Ich glaube, die kommen jetzt auch. Oh shit! Shotgun und ich habe eine Pistole. Shotgun. Schermis. Bei diesem Spiel muss man extrem darauf achten, wo hört man die Leute. Jetzt wissen wir, da ist genau ist irgendetwas. Oh shit. Das sieht nicht gut aus für uns. Aber es sieht gut aus für uns. Ich komme mal retour in den Raum. Das sieht nicht gut aus. Ich habe Angst, dass die kommen. Wenn er drüber gumpelt, dann bekommt er so richtig. Oh, da ist einer. Oh, da kommt er. Hey, da. Singen Schild. She's in the room. Watch out. Right in front of you guys. Ich glaube, meine Kollegen decken das schon ab. Oh, look it. Yeah, she's picking out everybody. Just watch out. Hallo! Er lebt immer noch. Ich glaube jetzt zwar ist er im Boden, hä? Yeah,
Und da haben wir ihn. Schau da, mit der Shotgun. Und, schau da. Komm! Da machen wir es. In etwa. Gut, jetzt gehen wir offensiv. Es ist Hostage, also nehme ich. Ist ein Fuse eigentlich relativ scheiße. Nehmen wir den Sledge. Sledge ist. Irgendwie ist auch meine Lieblings. Mein Lieblingsdude im Angriff, weil der Hammer, der ein Zeug kaputt machen kann. Und wer hat nicht gerne einen Typ, der einen Hammer hat, der Zeug kaputt machen kann? Wir haben noch einen Scharfschütz. Der ist auf dieser Map. Anna, nicht so, nicht mal so schlecht. Und der Bug finde ich irgendwie nicht so cool. Das ist auch ein neuer Charakter. Der hat so einen Shotgun-Aufsatz. Schießen und natürlich riesen Löcher machen in die Wange, aber. Irgendwie nicht. Schau mal! Schau mal, ob sie dumm sind. Wie mir. Scheint nicht der Fall zu sein. Hostage located. Das ist ihr erster Stock oben, hä? Ja, gut. Das ist ja schon mal. Oh shit. Ja, sie haben jetzt schon Junk Car und da gehen wir rein, das macht Sinn. 10 seconds to go. Hallo? Und dann. Insertion in 5 seconds. Ja, dann warte. Hostage in sight. Ja, haben sie noch. Hahaha, habe ich nicht gesehen. Gut. Erster Stock, Sisi. Vorbei, dann gehen wir doch mal gut. Sally sagen, im ersten Stock. Mit dem Batman gehen wir ruhig. Home Run mal rein, hey! Time to ring some ears. Also, das ist der Hut. Oh. Und da kommt mir nicht. Woi! Da haben wir den. Oh ja, Hostage Kill. Nein! Scheiße! Scheiße! Das ist ein Böse. Das kann. Gut, das kann passieren. Das kann auch passieren. Das mal nehme ich doch mal den Ruck. Das ist schon ein Fail. Der andere hat noch zwei Mal angeschossen. Hey, wir haben jetzt zwei Tage eingerichtet. Darum sollte man nicht einfach eine Granate in den Raum schießen, wenn man der Hostage-Modus spielt. In der ESL Pro League wird zum Glück nur Diffuse gespielt wie im Counter-Strike. Ja, es bietet einfach praktisch auch ein bisschen mehr Technik. So, wir sind natürlich hier. Arme wieder anbieten, das ist die einzige Fähigkeit, das ist schon eine coole Waffe. Machen wir hier den Raum natürlich noch ein bisschen verstärken. Den Banger hier. Das ist eigentlich nicht das Dümmste. Nachher haben wir hier noch so ein bisschen Draht her, bevor die Leute reinkommen. 10 seconds. Hier haben wir Welcome Mat. 5 seconds left. Dann haben wir noch so ein Ding hin. So, hier, okay, hier. Hostage was not located. Das ist schon mal nicht schlecht für uns. Ich bin jetzt mal hier. Offensiv. Oh, da kommen sie schon. EDD mounted, let them come. Das tue ich nicht mit 3K, sondern das tue ich 4K. Ist das. Mal schauen, ob da jemand kommt. Ich wäre immer schon mal bereit. Da ist anscheinend einer.
Egal welche Bewegung das du machst, es macht automatisch Geräusch. Oder wenn ich jetzt mich hier bewege. So, wenn ich. Das gehört. Katalog und Tau jetzt. Schieß mich an, komm, scheiß drauf. You have entered an enemy controlled area. Leave now. Your location has been compromised. Yeah! Oh nein, that me! Ich hab den doch angeschossen. Das ist auch gut. Ich bin sehr gut. Schau jetzt. Ja, das ich angeschossen. Ja, aber der ist. Der ist besser gewesen. Ich hab jetzt wirklich gedacht, ich kann so von hinten. Naja. Op 4 has visual on the hostage. Hoffen, dass die Geisel schießt, aber es hat nicht genau was. Ja. Drohne könnte man schon schießen. Da kommt einer. Das klingt gut aus, ja. Mission failed. All friendlies were lost. Ich persönlich bin lieber in der Defensive als im Angriff. Ich finde es so cool, so zu funktionieren und so. Und ich muss so offensiv sein. Aber gut, das habe ich jetzt vorher gerade gemacht. Wir spielen. Ich weiß nicht, warum das die ganze Zeit Fuse nehmen, das ist behindert. Komm, wir spielen mal den Blitz. Das ist einer, der ein Schild hat. Ich bin nicht so stark mit dem. Ich bin generell nicht so stark in dem. Ja, Fuse, der ist, der kann so ein Lochbohrung bauen, und dann kann man 10 Handgranaten aus dem Loch. Und dann ist der ganze Raum mehr oder weniger gesprengt. Und wenn du nicht so einen Hostage hast, oder so eine Geisel, ja, das ist nicht so gut. Gut, wenn du so einen Teamspieler wie mir hast, hallo, das ist ein der brauchst du so gar nicht. Leute, hallo! Hostage located. Es ist doch irgendwie Prop Hunt, spielt sich das. Also, ich bin ein Schild, Dude. Der hat noch etwas Cooles, der hat noch so einen Gag mit Flaschen. Die einzige Dinge, die ich so einen Laserpointer habe, da bringt es ehrlich gesagt nicht so mega viel. Ehrlich gesagt, man sieht die eher besser als etwas anderes. Sie sind im Keller unten. Ich sage gerade mal rein. Breach charges hot. Scheiße, Mann! Ich will die Highlight gut. Also komm jetzt. Schon immer gut. Jetzt geht's ab. Schau da. Da. Ist er noch? Fuck you! Ah, ist nicht schlecht, hä? Das ist. Da haben wir die dumme Kuh. Nimm da die. Jetzt nimm das so verrückt. Schau jetzt, nimm das so. Jetzt können wir die eskortieren da, oder? Keine Ahnung, wo der andere ist.
Oh, Mecke. Mecke. Secure the hostage. Hostage with KIA. Er hat gewonnen. Er hat die Hostage abgeschossen. Oh. Ah, unglaublich. So, wir spielen mal Termite. Der hat eine spezielle Fähigkeit. Der kann die dicken Türen, die so verstärkt sind, die er am Anfang gesehen hat, kann der so sprengen. Ist sehr nützlich. Ist einer von denen, der am meisten gepickt wird. Ja, und weil wir die Dings, Geisler mal eine Chance haben, sind wir in der Score-Liste, obwohl ich 4 Kills habe. Ganz hungrig. Das ist ja egal, was Hauptsache wir gewinnen. Es steht 2-2, wir müssen attackieren. Ich glaube, bis jetzt haben wir nichts können, Attackiermodus. Ich glaube nicht, dass sich das wieder ändert. Sie sind ja wieder im Keller. Nein, der Keller sieht das mal clear aus. Ja. Das geht nach erster oder zweiter Stock. Das sieht noch ganz oben aus, ja. Das ist ganz oben. Ja, Sally! Insertion in 5 seconds. Hey, da ist sie! Yay! Danke! Ganz oben. Ich sehe, wir kämpfen gar nicht gegen Terroristen, sondern das ist ein bisschen speziell. Oder? Wir kämpfen durch Spezialeinheiten. Jetzt sind wir hier gerade auf dem Übungsgelände. Die anderen Maps sind schon eher so ein Realismus. Ja. Oh, schaut da. Ja. Oh, mal eine dran. Gut. Nur dann. Ja, das ist da weg. Oh shit, da lag ich mal. Scheiße! Ah, das ist denkt, dass ich nur eine beschissene Position hatte. Hey, ich habe mich nicht mal richtig gesehen. Stimmt, überall hat es immer so Kameras, ich weiß aber noch gar nicht, wo die sind. Breach charge is hot. Und wir haben noch. Oh, das hätte ich neu gesprochen mit der. Was würden wir gewinnen, hä? Das ist jetzt definitiv unter mir gelegen. Oder? Ist echt da noch einer drin? Ja. Yeah. EMP-Granate. Device is going back. Mal schauen. So. Das ist echt der Letzte. Oh! Ah, wir haben gewonnen. Op 4 eliminated. Jawohl. So, spielt man das Spiel mehr oder weniger? Wenn ihr cool findet, wenn ihr noch mehr so Gameplay von dem Rainbow Six Siege wollt, könnt ihr es sehr gerne unten schreiben. Aber rechts könnt ihr das Ganze auch abonnieren. Und ich... Ich komme halb herzverraten über auf dem Spiel. Aber es macht Spass. Grosser Fan von diesem Game. Richtig cool.